Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge King's Quest I: Quest for the Crown. Wir haben mittlerweile den Magic Mirror, aber wir dürfen noch nicht zu King Edward zurück. Das heißt, ich glaube, ich muss rausfinden, wie dieser Gnom heißt. Weil ich sonst keinerlei Anhaltspunkte habe. Vielleicht sollte ich hier nochmal speichern. Dark Forest, ja. Ja, was kann ich sonst hier noch machen? Sieht alles uninteressant aus. Ich meine, der hier sieht noch interessant aus, vielleicht. There is a mushroom in the meadow on the other side of the raging river. Wie komme ich da dran? Da kann ich ja nichts mitmachen, oder? That. Nee. Gut, dann muss ich versuchen, irgendwie rüberzukommen. Nee, hier sind wir wieder ganz falsch irgendwie. Ich versuche mal ganz vorsichtig hier an den Rand zu gehen. Nee, kannst du ganz vorsichtig hier nach rechts? Ah ja. Aber wir kommen nicht auf die andere Seite. Und was machen wir dann mit dem Pilz? Das ist die andere Frage. Ein Pilz, ein Pilz. Der jetzt mal nicht so, nein, nicht reinfallen. Nicht so interessant ist, oder? Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Wie, na, pf, Alter. Wieso? As you start to Ich hab dich bezahlt, Junge. Mit einem you guten should you goldenen give the Ei. di Okay. Muss es doch hier auf dieser Seite aber weitergehen, damit ich zu dem. So, you've come back. Good for you, Sir Graham. You haven't guessed my name yet. Nee. Soll ich es nochmal probieren? Ja, komm, wir probieren es nochmal. Ich probiere jetzt Rumpelstiltskin rückwärts. You still haven't guessed my name. Ready to take another shot at it? Nix, Lit, Slip, Moor. How in the world did you think of Nein, that? That's nein, not even okay. close. You only have one guess Oh, left. Scheiße. Aber, warte, was ist, wenn ich das jetzt auch falsch mache? Okay, warte, wir machen mal neun. Add Gnome. Backwards, all your base are belong to us. So gut. Ja, das macht alles keinen Sinn. Ich rede noch mal mit dir. You still haven't. Wir machen mal Gnome andersrum. Emong. Emong? Ja, Emong. Ich glaube, das war auch falsch. Not by a long shot. You didn't guess my name, but I'm going to help you anyway, Sir Graham. Nein. Take this golden key. It will aid you on your quest, Sir Graham, but it's up to you to find out how. Well, step over here so I can give it to you. Here you are. Good luck on your quest. Du kleiner Arsch. Okay, kann ich jetzt auch hier rein? You weren't invited. Nö, okay. Kann ich mir denn was vom Gold nehmen? It would not be polite. Nein.
You won't need any strength. Okay. You do not. Dann halt nicht. Und ich weiß auch schon, wofür ich den goldenen Schlüssel brauche. Aber ich gucke jetzt nochmal, ob ich zu dem Pilz komme. Aber so ein mistiger Kerl, ey. Was ist, wenn ich hier links lang gehe? Ganz vorsichtig, nicht ins Wasser fallen. Nee, dann geht er nur wieder nach unten. Naja, gut. Vielleicht komme ich noch dahin oder ich brauche ihn doch nicht oder so. Wenigstens kommen wir weiter. Kam ich da hinten irgendwie weiter? Ich muss ja relativ weit nach Norden, würde ich sagen. Glaube ich. Okay, gehen wir mal nach rechts. Dann weiß ich aber trotzdem nicht, was das mit dem Base zu tun hat. All your base are belong to us. Und ob ich da noch was machen muss, weiß ich auch nicht. Oder ob der da einfach so bleibt, der Stein. Joa, ich wag mich mal hier durch, ne? Geh ganz schnell hier durch. Und werde nicht angegriffen, bitte. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Außer wenn dieser Zwerg wiederkommt. Ich weiß nicht, was der gesagt hat. Weil ich leider ein wenig zu panisch war. Und was machen wir mit diesem Eichhörnchen? So, bin ich jetzt bald mal da. Nee. Nee, warte. Ist doch nicht richtig. Und wo gehst du hin, bitte? Dann gehen wir nochmal nach oben. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch bin. Okay. Jetzt sind wir wieder hier beim Pilz. Gut, jetzt hier schnell weg. Dann wieder weiter nach oben. Ich glaube, jetzt müsste ich halbwegs richtig sein. Das sieht schon mal gut aus. Ja, okay. Dann bitte. Using the gold key, you unlock the huge door. Speichern. Okay. In Cave. Wo sind wir? Und wieso ist die Tür zu? I don't like this. Okay. Nicht. Oh Gott. Whoops. Whoops. Oh, wie gut, dass ich gespeichert habe. Okay, also ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Nicht zu weit an den Abgrund, bitte. Man würde ja denken, der wäre intelligent genug, den Weg so zu gehen, dass er nicht runterfällt. Aber nein, das ist er nicht. Er geht einfach so direkt die Strecke, die den kürzesten Weg hat, egal ob er dabei runterfällt. Kommst du da irgendwie durch? Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. Wir kommen hier bestimmt jetzt zum zweiten Schatz. Oh, und es geht weiter. Oh mein Gott.
Oh, vielleicht sollte ich zwischendrin auch nochmal speichern. Es ist ja eigentlich nur Laufen. Aber Laufen ist anscheinend für ihn schon eine Herausforderung. Vorsichtig. Ja, machst du gut, machst du gut. So, weiter nicht. Suddenly, a small dwarf runs out of the shadows and approaches you. Okay, ist es gut? Ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Soll ich wegrennen? The sneaky little dwarf caught you by surprise. Did he steal anything from you? Ach so. Könnte was gestohlen haben. Weiß ich nicht. Nö, hat er nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber das heißt, ich sollte eigentlich wegrennen. Hä, habe ich jetzt. Nee, ich wollte gerade sagen, meine Diamanten habe ich ja abgegeben. Die machen es hier aber spannend. Sieht schön aus. Rainbow Tree. Das erinnert mich an King's Quest 7. Hallo, tschüss, ich geh mal. Du kommst mir gar nicht hinterher. Okay. Wo muss ich hin? In den Nebel? Wo bin ich? Oh. Upsi. Ah. Next time, keep your feet on the ground and your head out of the clouds. Okay. So, ich wollte eigentlich nur einen Screenshot machen, genau. Okay, das heißt, ich sollte nicht dorthin gehen, wo die Nebelschwaden oder die Wolken eben sind. Gut, dann versuche ich mal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Warte mal. Was ist das There is a hier? small dark hole in the base of this tree. Ja, dann lauf näher hin. So, und jetzt guck noch mal. You see a slingshot in the hole. Ja! Na dann, hol sie raus. You reach into the hole and pull out the leather slingshot. Perfekt. Die können wir doch gut benutzen jetzt. Nothing happens. Nothing Nee? happens. Nee, echt Nothing nicht? happens. Okay. Aber wenn der uns jetzt entgegenkommt, der Riese, können wir es ja mal probieren. Ist er hier? Nee. Ist da irgendwas You are in Besonderes? the land of the clouds. It is rumored that a giant lives up here. Ah. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wirklich was gegen den unternehmen. Dann gehen wir weiter nach oben. Was ist das hier für You ein are in Baum? the these weirdly shaped trees tower over you. Okay. Ja, gehen wir mal weiter hier lang, bis wir auf ihn treffen. Ja, nee, da sollte ich besser nicht hin. Dann gehe ich weiter hier hin. Da war er, glaube ich, vorhin. Ja, dann nimm die hier mal.
Was ist das? It's easy to take the magic chest from a dead giant. Oh, der ist tot. Sorry. This magic chest, one of the three lost treasures of Daventry, is always filled with gold coins. Nice. Okay, cool. Now that he's dead. The giant is lying dead on the ground, slain by a pebble to the forehead. Sehr realistisch. Können wir was von The giant nehmen? Is dead. Forget about him and continue your quest. Oh, das ist aber schon ein bisschen hart, oder? Gut, dann ja, gehen wir wieder zurück. Muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen? Oh nein. Ich fall doch hier bestimmt wieder runter. Suddenly a small Oh nein, nein, nein. Schnell lauf. Oh. Whoops. Wow. Ist ja gar nicht uncool oder so. Gut, dann kämpfen wir halt nochmal. You reach into the hole. Dieser Zwerg ist nervig. Tot. Es ist auch so ein krasser Kampf gewesen, ey. So ein Bosskampf. Krasse. Krasse Sache, ja. It's easy to take. Jo. Gut, dann werde ich gleich vielleicht noch mal speichern. Gut, dann lass uns hier noch mal speichern. Und dann versuchen wir jetzt noch mal zurückzugehen. Aber gut, jetzt haben wir schon zwei Dinge, das heißt, ja, es wird nicht mehr allzu lange dauern, außer ich stelle mich blöd an. Nein, so, ja, so stelle ich mich blöd an. Okay, jetzt kommt er nicht. Nicht runterfallen, bitte. Mal gucken, ob er den Weg so schafft. Okay, du kannst geradeaus laufen. Herzlichen Glückwunsch. So. Ja, war es eigentlich ganz gut, so ein kleines Spiel zu haben, um wieder reinzukommen. Dann kann man danach auch sagen, ja, okay, ist nicht so schlimm, wenn mal ein paar Tage Pause ist. Aber dann versuche ich, glaube ich, wieder Tomb Raider 2 zu Ende zu bringen. Das fände ich ganz gut. Aber ja, wollen wir mal gucken. Gut, jetzt sind wir wieder draußen. Und wir haben jetzt
Die hier. Müssen wir die hier auch irgendwie benutzen? Gegen wen können wir die benutzen? Vielleicht gegen das Wassermonster, aber ja, gegen Fisch, gegen die armen Vögel. Vielleicht gegen die Vögel, ja. Gegen das Eichhörnchen. Ist hier ein Fisch? Fischi? Fischi? This is not. Nö. Okay. Ja, okay. Also es ist zwar nicht nett. Ja, da kommst du klar. Ist zwar nicht nett, aber ich würde es halt echt mal bei den Tieren ausprobieren. Den Drachen hätten wir doch so bestimmt auch töten können, oder? War hier. Okay. Okay. Hätte ich dich abwerfen sollen? The bird is too high to kill. Besides, why would you want to kill such a fine, friendly bird? Okay, du bist also nett. Kann ich irgendwie dich gleich anfassen? There's not. Warte. Warte, warte. Nein, geh doch nicht. Nur Graham. These rocks are. Ja, lauf. These rocks. There's Nein. nothing. Oh, warte, warte, warte. Du läufst jetzt hier hin und dann nimmt er dich gleich mit. Das ist der Plan, oder? Ja, kleiner Vogel. These Großer rocks. Vogel. Ja. Ah, okay. So funktioniert's. Mal gucken, wie oft er vorbeikommen muss. Ich glaube, ich bin ein bisschen langsam. These rocks. Scheiße. Okay, kannst du eher hier hin so? Der muss ja relativ weit unten sein für uns. Hallo? Vogel? Vogel? Oh nein! Habe ich jetzt verkackt? Nein, habe ich nicht. Habe ich natürlich nicht. Okay, aber hier ist schon ganz gut so, ne? Scheiße, okay, ich muss dich hier anklicken, weil Graham so ein bisschen lahm ist. Nur so ein bisschen. Graham, spring doch bitte früher. Oh nein, jetzt muss ich wieder hier rauslaufen. Ah. Das ist doch nett cool. Komm schon, Graham. Ja, lauf. Lauf. Aber ich glaube, ich muss eher hier stehen und dann muss ich echt früh draufklicken.